Kennt ihr dieses Gefühl, jeden Morgen diese inneren Schmerzen, wenn der Wecker klingelt? Man muss aufstehen, obwohl man noch gar nicht so weit ist. Bei mir ist tatsächlich auch so, dass ich morgens einfach total oft noch neben mir stehe und wirklich gerne länger schlafen würde. Wir zeigen euch in diesem Video, warum es nichts mit Faulheit zu tun hat, wenn ihr morgens überhaupt noch nicht aufstehen könnt oder weil ihr vielleicht euer Leben nicht unter Kontrolle habt, sondern weil es vor allem an euren Genen liegt. Und es kann richtig gesundheitliche Folgen haben, wenn wir nicht nach dieser inneren Uhr leben. Und bevor wir hier richtig einsteigen, würde uns noch von euch interessieren, wie sieht es denn bei euch aus? Wart ihr heute Morgen schon schön joggen, seid frisch und gut gelaunt den Tag gestartet? Oder wollt ihr lieber vor 11 Uhr eigentlich gar nicht angesprochen werden? Schreibt uns bitte mal in die Kommentare. Und während ihr uns eure Antwort verratet, erzählen wir euch, wie Spät- und Frühaufsteher in unserer Gesellschaft eigentlich so verteilt sind. Wie viele Eulen und Lerchen gibt es? Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, was ist das? Als Eule werden Menschen bezeichnet, die erst spät müde werden und morgens lieber länger schlafen, quasi später aufstehen. Man sagt auch, ihre innere Uhr tickt langsamer. Bei den Lerchen ist es andersherum. Sie werden abends schnell müde, stehen morgens aber ohne Probleme früh auf. Ihre innere Uhr tickt also schneller. Ein internationales Forschungsteam hat rund 280.000 Menschen weltweit befragt und ihre optimale Schlafenszeit berechnet. Da sieht man hier oben die roten und orangenen Balken, das sind die klassischen Frühaufsteher, also die Lerchen. Und hier unten die dunkelblauen und die lila Balken, das zeigt die Spätaufsteher, also die Eulen. Es gibt also etwas mehr Eulen als Lerchen. Die Eulen machen knapp 20% der Bevölkerung aus und die Lerchen nur 7%. Was aber sofort ins Auge fällt, die allermeisten, über 70%, gehören zum Mischtyp. Also die gelben, grünen und hellblauen Balken. Die sind weder reine Lerchen noch Eulen. Sie sind Tauben, ja, so wird der Mischtyp tatsächlich genannt. Das waren übrigens bei uns auch die meisten im Team. Aber auch Taube ist nicht gleich Taube. Es gibt unter den Mischtypen Menschen, die problemlos morgens um 7 aufstehen können und welche, die erst um 9 so langsam wach werden. Jeder Mensch ist also anders. Das Problem ist jetzt, im Job, in der Schule, bei Hobbys, Terminen und so weiter, alle werden einfach über einen Kamm geschert. Und die gleichen Zeiten gelten für alle. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, es gibt einen Betrieb, bei dem wäre es Voraussetzung für die Arbeit, dass ich Gummistiefel trage. Und jetzt entscheidet die Firmenleitung, alle kriegen die gleiche Größe an Gummistiefeln. Das wird auch nicht passen. Also für ganz viele passt der Schuh, für manche wäre er zu groß, für ganz viele zu klein. Und so haben wir das bei den Arbeitszeiten auch. Diese Annahme, dieselben Arbeitszeiten oder Schulzeiten passen für alle, stimmt nicht. Die Rechnung geht nicht auf. Chronobiologinnen sind sich einig. Der überwiegende Teil der Bevölkerung lebt in einem sozialen Jetlag. Und dieser Jetlag ist zwar unterschiedlich stark ausgeprägt, nicht alle leiden gleich stark darunter, aber dennoch sind alle gezwungen, in ihrem Alltag früher zu Bett zu gehen oder früher aufzustehen, als es ihnen ihre innere Uhr vorgibt. Mehr als 80% der Menschen müssen sich also deshalb an Schul- und Arbeitstagen einen Wecker stellen. Und da kann man sich doch fragen, wie entscheidet sich eigentlich, ob ich Typ Eule, Typ Lerche oder Typ Taube bin? Eines vorweg, unsere Gene spielen dabei eine entscheidende Rolle. Und sind wir ehrlich, diese Antwort ist ein Traum für alle, die ständig gefragt werden, warum bist du schon wieder so müde oder wie, du willst schon schlafen gehen? Ab jetzt könnt ihr einfach sagen, ja, so what, das liegt an meinen Genen. Und selbst wenn eure Eltern Lerchen sind und immer früh aufstehen, kann es sein, dass ihr selbst als Eulen geboren werdet. Also wir kennen so ein Dutzend sogenannter Uhrengene oder Clockgenes, die dieses Uhrwerk bestimmen. Und zusammen legen die letztendlich fest, wie schnell die Uhr läuft, wie die Phase der Uhr ist, ob wir eher ein bisschen früher, ein bisschen später getaktet sind. Höchstwahrscheinlich ticken in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers innere Uhren. Auch in den Organen, also der Leber oder dem Magen zum Beispiel. Und im Gehirn eine Art Zentraluhr. Normalerweise zeigen die alle die gleiche Uhrzeit an und geben damit auch den Takt für verschiedene Prozesse in unserem Körper vor. Also Verdauung, Immunabwehr oder auch Hormonaktivität. Dieser Takt ist genetisch festgelegt, aber er kann durch äußere Faktoren beeinflusst werden. Henrik Oster schätzt das Verhältnis so. 90% gehen auf Gene, 10% auf äußere Faktoren zurück. Der größte Taktgeber ist Licht. Fun Fact, wenn wir komplett ohne Licht leben würden, könnten wir fühlen, welchen Takt unsere innere Uhr vorschlägt. Das haben Freiwillige in den 60er Jahren getestet. Sie haben sich in Bayern mehrere Wochen in einen Forschungsbunker gesetzt. Es gab nichts, was ihnen die Zeit hätte vorgeben können.
keinen Wecker, kein Tageslicht, kein Radio. Trotzdem hatten sie ein Gefühl dafür, wann ein Tag rum ist. Aber nicht immer nach genau 24 Stunden. Der Mittelwert von rund 150 Leuten war ein 25-Stunden-Tag. Also ihr Tag hatte in einem Raum ohne Tageslicht eine Stunde mehr. Das war ihre innere Uhr. So, und im normalen Leben wirkt aber jetzt ja die Sonne drauf, also das Tageslicht. Es wirkt auf unsere innere Uhr und pendelt sie bei ungefähr 24 Stunden ein. Das Tageslicht stupst also quasi unsere innere Uhr immer wieder an und sorgt dafür, dass der Tag bei uns allen grundsätzlich gleich lang ist. Ist ja auch praktisch, der Tag hat ja nicht mehr als 24 Stunden. Und deshalb ist es auch so wichtig, möglichst viel Tageslicht abzubekommen. Vor allem für Eulen. Es macht einen Unterschied, ob ich viel draußen arbeite oder nur im Homeoffice sitze. Oder wann bei mir zu Hause überhaupt die Sonne aufgeht. Vielleicht kennt ihr den alten Werbespruch von Sachsen-Anhalt. Willkommen im Land der Frühaufsteher. Das ist zwar erstmal nur ein Spruch für Touris, aber tatsächlich ist das so. Die Menschen in östlichen Regionen stehen wirklich früher auf. Einfach, weil bei ihnen die Sonne früher aufgeht. Die geht ja im Osten früher auf als im Westen. Mit jedem Längengrad sind es 4 Minuten Unterschied. Die Sonne beeinflusst also ein bisschen unseren Chronotypen. Und falls ihr euch jetzt fragt, ist das eigentlich auch regional genetisch unterschiedlich? Also haben zum Beispiel Menschen im Süden andere Uhrengene als Menschen in Skandinavien? Dazu gibt es tatsächlich keine Vergleichsstudien. Aber es gibt noch einen anderen Einflussfaktor, Hormone. Denn wenn man in die Pubertät kommt, verschiebt sich der Chronotyp nach hinten. Wenn ein Schüler in der 5. Klasse seinen natürlichen Rhythmus folgend am Wochenende zum Beispiel schon gegen 8 Uhr von alleine wach wird, wird es bei ihm in der 9. Klasse erst um 10 Uhr sein. Das sind jetzt natürlich alles nur Durchschnittswerte und das ist bei jedem Jugendlichen individuell verschieden. Aber diese allgemein beobachtete Verschiebung liegt wahrscheinlich am Einfluss der Sexualhormone. Und dieser Einfluss ist in der Pubertät eben besonders stark und ändert sich erst später im Leben wieder. Aber jetzt kann diese Müdigkeit ja morgens viele Gründe haben. Also woher weiß ich jetzt, dass es wirklich an meinem Chronotypen liegt? Wie finde ich heraus, welcher Chronotyp ich bin? Das geht zum Beispiel mit einem Bluttest. Oder ihr könnt auch eine Haarprobe analysieren lassen. Die bestimmt dann mittels RNA, welcher Chronotyp ihr seid. Diese Tests muss man aber aus eigener Tasche zahlen und das kann richtig teuer werden. Wenn ihr richtig Probleme im Alltag habt, dann geht ihr am besten ins Schlaflabor. Da wird euer Schlafhormon Melatonin gemessen und damit kann man auch den Chronotypen bestimmen. Wenn eure Probleme eher so im Mittelfeld liegen, dann könnt ihr mal versuchen, euch eine Auszeit zu nehmen. Wenn es möglich ist, fahrt irgendwo hin, wo ihr keine Verpflichtungen habt, wo kein Wecker klingelt, ja, und wo ihr am besten alleine seid. Und dann achtet ihr darauf, wie sich euer Rhythmus einpendelt. Das ist ein guter Selbsttest. Wenn es schneller gehen soll, dann gibt es Online-Tests. Diese Tests schätzen am Ende, was eure beste Einschlafzeit ist. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wir haben den Test auch mal gemacht und bei uns kam raus, die beste Einschlafzeit ist 1:45. Und damit sind wir jetzt keine extremen Eulen, aber immerhin späte Tauben. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Ist das einfach nur nervig? Oder ein wirkliches Problem. Was passiert, wenn ich gegen meine innere Uhr lebe? Erst einmal wollen wir an dieser Stelle noch mal festhalten. Bei vielen ist es so, dass sie im Alltag nicht allzu sehr von ihrer inneren Uhr abweichen. Laut einer Studie haben 12% keinen sozialen Jetlag. Und 40% weichen nur bis zu einer Stunde ab. Ab wann genau Menschen gesundheitliche Folgen spüren, können Forschende noch nicht sagen. Die Menschen mit geringem sozialen Jetlag kommen aber meist ganz gut durch den Tag. Und sie müssen wahrscheinlich bis auf etwas Müdigkeit nicht mit langfristigen gesundheitlichen Folgen rechnen. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber. Es gibt vor allem 2 Gruppen von Menschen, die wirklich massiv gegen ihre innere Uhr leben, deren sozialer Jetlag täglich mehrere Stunden beträgt und die auch mit messbaren Folgen zu kämpfen haben. Das sind erstens SchülerInnen, und zwar vor allem Teenager. Denn wie ich eben ja schon erzählt habe, verschiebt sich der Chronotyp in der Pubertät. Das heißt, jugendliche SchülerInnen entwickeln sich in Richtung Eulen. Ein Beispiel. Nehmen wir nochmal einen 15-jährigen Schüler. Wenn die Mitte seiner natürlichen Schlafdauer, also die Schlafmitte, um etwa 6 Uhr morgens ist und die Schule aber schon um 8 Uhr losgeht, heißt das, er sitzt mitten in seiner Nacht auf der Schulbank. 45, 50-jähriger Lehrer, Lehrerin, zum Vergleich, hat ihre Schlafmitte so um 4 Uhr, 4:30 Uhr rum, sowas. Das heißt, nur Gedankenexperiment, stellen wir uns mal vor, die Schule würde morgens um 4 anfangen. Oder um 5 anfangen. Es würde kein Lehrer mitmachen, auch die Spättypen nicht. Aber wir machen das mit den Schülern, weil sie biologisch so verschoben sind.
Das heißt, sie wachen mitten in der Nacht auf. Auch das ist alles untersucht worden. So, und das ist jetzt nichts, was man mit jetzt reiß ich mal zusammen lösen kann. Das ist ein echtes Problem. Denn viele sammeln sich so ein Schlafdefizit an. Zwar haben viele mit der Zeit das Gefühl, dass sie sich an den Schlafmangel gewöhnen, aber eigentlich ändert sich nur die Wahrnehmung. Der Schlafmangel bleibt bestehen und addiert sich weiterhin. Und auch selbst wenn die SchülerInnen genug Schlaf bekommen, sagen wir, sie schlafen sofort um 23 Uhr ein und stehen um 7 Uhr auf, um pünktlich um 8 Uhr in der Schule zu sein. Sie schlafen dann zwar 8 Stunden, aber sie schlafen zur falschen Zeit. Das hat auch krasse und messbare Auswirkungen. SchülerInnen sind müde und unaufmerksam, weniger auffassungsfähig, können sich schlechter Dinge merken und schreiben in Prüfungssituationen auch schlechtere Noten. Es hat auch physische Auswirkungen. Manche bekommen Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme. Und es gibt auch Studien, die belegen, dass Jugendliche wegen dieser Effekte mehr rauchen. So, spätestens jetzt würde ich mal dieses Video an den Lehrer oder die Lehrerin meines Vertrauens schicken. Die zweite und gleichzeitig meistgefährdete Gruppe, Menschen, die Schichtarbeit machen. Insbesondere die Personen, die in Nachtschichten arbeiten. SchichtarbeiterInnen schlafen dann, wenn ihre biologische Uhr eigentlich Tag anzeigt, und arbeiten, wenn die Uhr eigentlich sagt, es ist Nacht. Sie essen zu Mittag, obwohl es eigentlich Mitternacht ist, und verschlafen die eigentliche Mittagszeit. Und das ist echt ungesund. Es gibt nicht den geborenen Schichtarbeiter. Es gibt Menschen, die sind spät von ihrer Biologie und die sind dafür besser geeignet, heißt aber nicht gut geeignet. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das macht einfach krank. Hattet ihr schon mal so einen richtig krassen Jetlag nach einem langen Flug? Ja, man fühlt sich ziemlich elend und Schichtarbeit ist so ein bisschen wie Dauer-Jetlag. Und für diese Menschen kann das echt heftige Folgen haben. Die Immunfunktion kann gestört sein, also sie sind dann anfälliger für Infekte, sie können Diabetes und Herz-Kreislauf-Probleme häufiger bekommen und das Risiko für Depressionen und Schizophrenie kann steigen und vieles mehr. Okay, wenn es also so gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit geben kann, was kann ich denn dagegen tun? Wie wäre es, wenn wir unsere innere Uhr einfach entsprechend umstellen könnten? Geht das? Kann ich meine innere Uhr umtrainieren? Nein, wir müssen euch und leider auch uns enttäuschen. Ihr könnt eure innere Uhr etwas anpassen, aber nicht umstellen. Also man kann den Chronotyp ein bisschen verschieben, indem man zum Beispiel morgens dafür sorgt, dass man viel Licht bekommt. Und dadurch verschiebt man ein bisschen, eine Stunde vielleicht oder so, den Chronotyp nach vorne. Aber aus einem späten, aus einer echten Eule eine Lerche machen, dafür gibt es zumindest bisher keinen Hinweis, dass das funktioniert. Also, Eulen und Lerchen können sich etwas annähern, aber nicht einfach die Rollen tauschen. Die einen werden sich immer einen Wecker stellen müssen, die anderen müssen sich zwingen, länger wach zu bleiben. Das hat einfach, wie gesagt, damit zu tun, dass euer Chronotyp hauptsächlich genetisch festgelegt wird. Im Kern bleibt ihr also Eule, Taube oder Lerche. Aber ein bisschen mehr Lebensqualität geht schon. Was kann ich tun, damit es erträglicher wird? Unsere größte Stellschraube ist das Licht. Das beeinflusst uns am stärksten. Das Problem ist, dass wenn wir den ganzen Tag drin vor einem Laptop oder vor einem Smartphone sitzen, dadurch nie so richtig wach noch richtig müde werden. Der Trick ist, wir brauchen mehr Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit. Was ich gelernt habe und unbedingt darauf achten will, auch im Alltag, tagsüber mehr versuchen, möglichst viel Tageslicht abzubekommen. Also viel rausgehen, am besten morgens schon. Weil selbst ein bedeckter Himmel ist mehr als 30 Mal heller als Kunstlicht. Und abends sollten wir darauf achten, möglichst wenig Licht abzubekommen. Fehlt das Licht, kurbelt der Körper die Melatoninproduktion an. Wir werden dadurch müde und schlafen schneller ein. Und der zweite Punkt, den hatten wir auch erst gar nicht so richtig auf dem Schirm, ist Essen. Wir geben die Empfehlung, ab 3, ja, vielleicht 2 Stunden als Kompromiss, so 2-3 Stunden vor dem Schlafanfang, 2-3 Stunden vor dem Schlafanfang Licht aus oder runterdimmen etc. Und da dann auch mit dem Essen runterfahren, nicht mehr da die schweren Mahlzeiten haben. Wenn wir darauf achten, dann schlafen wir schneller ein, aber der Wecker, der klingelt ja trotzdem zur gleichen Zeit. Heißt, in unserer Gesellschaft werden es späte Chronotypen immer schwerer haben als früher. Es hat sich nämlich etabliert, wer früh aufsteht, der hat was vom Tag, ist fleißig und hat sein Leben im Griff. Das ist unfair und wir finden, das muss sich dringend ändern. Wann leben wir endlich nach unserer inneren Uhr? Es gibt durchaus schon positive Ansätze. Manche Betriebe schaffen ihre Nachtschichten ab. Natürlich geht das nicht in allen Berufen, etwa im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr oder in der Pflege. Leider gibt es aus der Forschung keine eindeutigen Empfehlungen, wie man Nachtschichten erträglicher machen kann. Experten sagen,
Wer es nicht verträgt, nachts zu arbeiten, keinen Schlaf findet und gesundheitlich leidet, der sollte raus aus der Schichtarbeit oder sie zumindest verkürzen und weniger Nächte arbeiten. Ist natürlich manchmal leichter gesagt als getan. Aber immerhin, manche Schulen starten schon später und das lohnt sich. Es gibt zum Beispiel Daten von Schulen, die eine Stunde später beginnen. Und da zeigt sich, die SchülerInnen sind leistungsfähiger, haben bessere Noten und sind besser gelaunt. Es gibt weniger Unfälle auf dem Schulweg und sie trinken weniger Kaffee und Energydrinks. Nach all dem frage ich mich, warum machen wir das nicht einfach? Es gibt so viele verlässliche Quellen, die zeigen, dass unsere innere Uhr schon richtig tickt. Ich persönlich finde, wir brauchen eine Gesellschaft, die mehr auf sowas Rücksicht nimmt und eher die Vor- als die Nachteile daran sieht. Es wäre nicht nur für SchülerInnen am besten, sondern für uns alle, wenn wir uns keinen Wecker stellen müssten. Klingt vielleicht etwas unrealistisch, aber es wäre ein großer Gewinn für das Miteinander und für die eigene Gesundheit. Wie wäre es zum Beispiel, wenn die Lerchen im Team öfter mal den Frühdienst übernehmen und die Eulen den Spätdienst? Eine Klinik in Bayern testet das gerade. Sie haben den Anreiz gesetzt, wir nehmen mehr Rücksicht auf eure innere Uhr. Und das kommt super an. Unser Fazit. Okay, fassen wir nochmal kurz zusammen. Ob wir morgens schnell aus dem Bett kommen oder nicht und noch total fertig sind, dafür können wir einfach nicht. Das liegt an unserem Gen. Und die Forschungslage ist da ganz klar. Und schon viel weiter als unsere Gesellschaft. Damit jeder dieselben Voraussetzungen hat und gesundheitlich auch nicht gefährdet ist, bräuchten wir folgende Dinge. Erstens spätere Schulstarts, zweitens flexible Arbeitszeiten und drittens, da wo es möglich ist, müssen wir Spätschichten abschaffen. So, uns interessiert jetzt, wie ist das bei euch? Leidet ihr morgens unter einem frühen Schul- oder Arbeitsstart? Und habt ihr vielleicht für euch persönlich schon gute Lösungen gefunden? Dann schreibt ihr uns bitte mal in die Kommentare. Und schickt dieses Video allen, die es wissen sollten. Und zwar Chef, Lehrer, Partner, Eltern, alle. Und wir können euch natürlich diese beiden Videos noch empfehlen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.